Intervallfasten war gestern. One meal a day ist der neue Ernährungstrend. Ich esse jetzt die nächsten 10 Tage nur eine Mahlzeit pro Tag. Ja, das klingt ziemlich beschissen, aber das Ganze soll auch eine Reihe an Vorteilen haben. Bei OMAD ist der Name Programm. In der Umsetzung dieser extremen Form des Intervallfastens wird in nur einer Stunde die gesamte Nahrung für den Tag gegessen. Das ist so ziemlich das Gegenteil meiner sonstigen Ernährung. Ich esse mindestens 3 Mahlzeiten am Tag und brauche auf jeden Fall meine Snacks. Wenn ich ganz ehrlich bin, freue ich mich auch nicht wirklich drauf. Ja, aber wenn ich das durchhalten soll, müssen doch zumindest auch ein paar Vorteile dabei rausbringen. Der offensichtlichste Vorteil ist, dass ich Zeit spare und mich nur einmal ums Essen kümmern muss. Dann ist es wahrscheinlich auch eine gute Gelegenheit, um ein paar Lockdown-Kilos loszuwerden. Und es soll auch eine Reihe an gesundheitlichen Vorteilen geben. Das Risiko für Typ-2-Diabetes wird gesenkt und die Insulinsensitivität verbessert, Entzündungen werden reduziert, das Immunsystem wird gestärkt und es soll auch einen Anti-Aging-Effekt haben. Das klingt erstmal ganz gut auf jeden Fall, aber so richtig überzeugt bin ich trotzdem nicht. Die Studienlage zu OMAD sieht nämlich eher dünn aus. Zum Intervallfasten und Fasten allgemein gibt es dagegen deutlich mehr. Ein Hauptgrund für die genannten Vorteile soll eine verbesserte Autophagie sein. Das ist der Prozess, in dem Zellen Abfallprodukte vom Stoffwechsel recyceln und regenerieren. Und die Autophagie wird eben besonders aktiv, wenn der Insulinspiegel im Körper über längere Zeit niedrig ist. Da bei OMAD die Fastenzeit ja nochmal deutlich länger ist als beim normalen Intervallfasten, hat hier der Körper dann sozusagen noch mehr Zeit, sich zu heilen. So irgendwie, you know. Falls du es noch nicht gemerkt hast, ich bin weder Arzt noch Ernährungsberater, also sehe die Infos in dem Video hier als das, was sie sind, nämlich Google-Recherche und ein unwissenschaftliches Selbstexperiment. Mein Plan für die nächsten 10 Tage sieht so aus. Ich esse meine Mahlzeit zwischen 16 und 18 Uhr und versuche dabei ca. 2500 Kalorien zu mir zu nehmen und möglichst gesund und abwechslungsreich zu essen, damit ich auch alle essentiellen Nährstoffe bekomme. Mal schauen, ob das überhaupt geht. Die Nachteile sind auch ziemlich offensichtlich. Die soziale Komponente beim Essen ist ziemlich am Arsch. Es ist ziemlich schwer, in nur einer Mahlzeit auf all seine Nährstoffe und die gesamte Energie zu kommen. Und es ist auch sehr restriktiv. Und das kann im schlimmsten Fall zu Essstörungen führen. Je mehr ich so drüber nachdenke, desto dümmer kommt mir diese OMAD-Idee vor. Mache ich das wirklich? Ich habe das Selbstexperiment heute gestartet und dementsprechend noch nichts gegessen. Ich habe heute Morgen Sport gemacht, schon viel gearbeitet und bisher ging es tatsächlich relativ gut. Aber so langsam kickt wirklich der Hunger rein. Langsam merke ich einfach, dass meine Energie unten ist, dass ich was zu essen brauche. Und jetzt brauche ich was zu essen. Hunger. Es ist 5:30 und ich kann jetzt endlich essen. Die letzten Stunden ist mein Hunger wirklich immer größer geworden. Gleichzeitig dachte ich mir aber, während ich das Ganze zubereitet habe, so, what the fuck, wie soll ich das überhaupt alles essen? Das ist nämlich wirklich, wirklich viel Essen. Es ist richtig krass, hier mal so meinen gesamten Kalorienbedarf vor mir zu sehen. Und ich zeige dir mal, was ich hier alles habe. Als Hauptgericht gibt es Tortilla Wraps. Da kommt einmal eine halbe Avocado rein. Dieser riesige Teller mit Ofengemüse, da ist drin Brokkoli, Süßkartoffel, Paprika, Karotten, Zucchini. Also wirklich eine ganze Menge. Dann kommt hier noch eine ganze Dose Kidneybohnen dazu und ein Block Tofu. Danach gibt es dann als Nachspeise Haferflocken mit Banane, Leinsamen, Ahornsirup, Chiasamen und Hafermilch. Und danach bin ich noch nicht mal fertig, sondern dann gibt es als Nachtisch nochmal eine Portion veganes Ben & Jerry's. Ich lege jetzt einfach mal los und hoffe, dass ich das Ganze irgendwie in mich reinbekomme. Ach du Scheiße, das kriege ich doch niemals zugerollt. Das nenne ich mal einen Tortilla-Wrap und ich würde sagen, guten Appetit. Ich habe jetzt in einer guten halben Stunde 2 mega überfüllte Tortilla-Wraps gegessen und ich bin wirklich pappsatt. Alles, was ich jetzt noch esse, geht wirklich über irgendwie Sättigung und Genuss hinaus. Und trotzdem habe ich hier noch so einen riesigen Teller mit Gemüse übrig, noch ein paar Bohnen. Und ja, ich glaube nicht, dass ich das alles essen kann. Jetzt wird mir nämlich auch klar, warum Leute mit dieser OMAD-Methode abnehmen. Weil, ganz ehrlich, wenn du nicht irgendwie einfach nur Zucker und Pommes in dich reinschaufelst in dieser Stunde, ist es quasi unmöglich, mehr irgendwie als deinen Tagesbedarf zu essen. Also werde ich jetzt wahrscheinlich nur noch versuchen, hier meinen Nachtisch zu essen. Und vielleicht kriege ich noch ein bisschen Ben & Jerry's rein, vielleicht aber auch nicht. Und den Rest werde ich mir für morgen aufheben. Das ging jetzt gerade noch so rein, aber ich habe wirklich mein Limit erreicht. Ich bin pappsatt, ich bin randvoll und ich glaube auch, dass mein Körper noch nicht so wirklich darauf eingestellt ist, so viel Essen auf einmal zu sich zu nehmen, weil ich jetzt sogar schon ein bisschen Bauchschmerzen bekomme. Meine Stunde ist auch gleich vorbei, bedeutet, ich werde die Reste einfach für morgen aufheben. Ja, vielleicht esse ich gleich noch ein paar Löffel Eis, aber das war es dann auch für heute. Gestern nach dem Essen bin ich ziemlich schnell ins Foodkoma gefallen und die Bauchschmerzen, die ich erst noch hatte, sind zum Glück in den nächsten Stunden weggegangen. Ansonsten ging es mir ganz gut, ich konnte ganz gut schlafen und der Tag heute war bisher auch ganz okay.
Aber so ab 14, 15 Uhr wird der Hunger schon echt groß und ich werde dann auch ein bisschen launisch und gereizt, was nicht so cool ist. Ich hoffe mal, dass sich das in den nächsten Tagen so ein bisschen gibt. Ich habe auf jeden Fall ziemlich Bock, jetzt gleich wieder zu essen, habe aber als heute auch schon ein bisschen weniger Essen eingeplant als gestern, einfach weil es unrealistisch ist, dass ich diese Menge in einer Mahlzeit in einer Stunde essen kann. Deswegen habe ich jetzt heute nur 2300 Kalorien eingeplant. Heute esse ich übrigens eine Beyond Sausage. Dazu gibt es einen Burrito mit den ganzen Resten von gestern. Dazu esse ich noch zwei Vollkornbrötchen mit Avocado und auch noch meine Haferflocken von gestern. Und danach gibt es zum Nachtisch auch noch ein bisschen Ben & Jerry's Eis. Heute habe ich es tatsächlich geschafft, alles aufzuessen. Man muss aber auch dazu sagen, dass das jetzt ca. 400 Kalorien weniger waren als gestern. Bauchschmerzen habe ich zum Glück noch keine, aber ich merke auf jeden Fall schon, wie ich müde werde und vielleicht lege ich mich tatsächlich gleich hin und mache einen kleinen Nap. Bisher läuft es tatsächlich besser, als ich erwartet habe, aber so ein richtiger Fan von dieser Ernährungsform bin ich immer noch nicht. Schauen wir mal, wie sich das Ganze die nächsten Tage entwickelt. Die darauffolgenden Tage konnte ich mich ganz gut an Omad gewöhnen. Das Überfressenheitsgefühl, das ich die ersten Tage nach dem Essen hatte, hat zum Glück nachgelassen. Und ich bin auch nicht mehr nach dem Essen sofort ins Foodkoma gefallen. Leider spare ich mir echt weniger Zeit, als ich mir erhofft habe, einfach weil ich schon jeden Tag mein Essen in Chronometer eintrage, um sicherzustellen, dass ich meine Nährstoffe bekomme. Aber auch ohne das spare ich mir nicht besonders viel Zeit, einfach weil ich ja trotzdem immer mehrere Dinge zubereiten muss. Am Wochenende habe ich dann gemerkt, dass es mir wirklich viel schwerer als unter der Woche gefallen ist, mittags den Hunger auszuhalten. Sonst war ich halt immer durch meine Arbeit abgelenkt und habe den Hunger so weniger gespürt. Was ich außerdem super nervig finde, ist es immer alleine zu essen. Ansonsten fühle ich mich eigentlich ganz normal. Das Einzige ist, dass ich glaube, dass ich vielleicht ein bisschen abgenommen habe. Zumindest sitzen meine Hosen lockerer als normal. Gleich zeige ich dir auch noch Vorher-Nachher-Bilder. Ich bin übrigens Vince und teile hier meine Reise zu einem guten Leben mit dir. Dafür mache ich coole Selbstexperimente und finde Strategien für einen erfolgreichen, nachhaltigen und zufriedenen Lifestyle. Abonniere Plopp jetzt und bekomme jede Woche Tipps und Inspiration für dein eigenes Leben. Ich glaube, ich war noch nie so froh, ein Selbstexperiment endlich abzuschließen. Nach 10 Tagen One Meal a Day habe ich dem Ganzen auf jeden Fall eine faire Chance gegeben und ich muss sagen, ich finde es ziemlich beschissen. Es war ganz gut machbar, das durchzuhalten, aber Spaß sieht einfach anders aus. Ich habe mir minimal Zeit gespart, ich hatte einen ganz guten Überblick über meine Nährstoffe und meine Energiezufuhr, ich habe vielleicht ein bisschen abgenommen, aber das war es dann auch an Vorteilen. Auf der anderen Seite war ich mittags immer hungrig und launisch, nach der Riesenmahlzeit bin ich immer ziemlich müde geworden und ganz ehrlich, so viel auf einmal zu essen macht echt keine Freude. Schauen wir uns jetzt mal meine Vorher-Nachher-Bilder an. Ich persönlich sehe und spüre einen kleinen Unterschied, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, um dem Ganzen was Positives abzugewinnen. Was denkst du? Schreib das mal gerne unten in die Kommentare. Nährstofftechnisch war ich ganz gut aufgestellt und hier siehst du jetzt nochmal alles, was ich in der Zeit gegessen habe, falls es dich interessiert. Ich muss sagen, ich wüsste nicht, wem ich Omad empfehlen soll und auch nicht wirklich warum. Ich denke, dass es auf jeden Fall einfachere Wege gibt, sich gesund zu ernähren. Klick hier für noch mehr coole Selbstexperimente oder check mal dieses Video aus. Dein Daumen nach oben, Kommentar und Abo sind eine riesen Unterstützung. Und check auch gerne mal meinen Podcast aus und folge mir auf Instagram und TikTok. Die Links dazu findest du unterm Video. Tschüss!